So, und zapp, moin Leute, da sind wir auch schon wieder. Quasi keine Aufnahmeunterbrechung für mich, für euch kurz ein bis morgen. War angebracht, so. Dann kommt der hier weg. Hier geht's natürlich hoch. So, wo bin ich gelandet? Okay, in der normalen Höhle. Das ist okay. Das ist okay. Ich mache mal hier einen dran, dann weiß man, dass man da hoch kann. So. Eisen. Ah, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können noch gar nicht so tief sein. Im Keller des dunklen Hauses. Wie es aussieht, sind wir am Ende angelangt. Ich nehme mal Kohle mit. Wir haben jetzt so viel Kohle verschwendet für die ganzen Fackeln, die wir hier aufgestellt haben, nur um den Weg nachher wieder zurückzufinden. Da kann man sich ruhig mal wieder was gönnen. Denke ich mal. Durchaus akzeptabel. So, gib mir das. Wir hatten hier bestimmt noch mehr Kohle rumfliegen. Noch ein bisschen Eisen da vorne. Eisen ist sehr gut für die Blutwerte. Sehr, sehr gut für die Blutwerte. Jeglicher Blutwertart. Nein, wir können nichts mehr aufsammeln. Moment, weg mit dir. Sehr gut. Wir haben immer noch... Boah, wir haben 1, 2, 3, 4. Wir arbeiten jetzt am 5. Eisenvorrat. Wer stöhnt mich hier bitte an? Irgendwas über mir oder so? Keine Ahnung. So. Dann wollen wir mal in die Tiefe. Da hat sich eine... Nein, 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 nein. Ach, ein Enderman. Hallo, Enderman! So. Plop. Plop. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Kohle eingesammelt. Wir haben hier Gold. Gold! Wir haben Gold! Wir haben eine Stunde, dann geht's wieder hoch. Kohle. Kohle, Eisen, Eisen. Erstmal Eisen. Eisen ist immer noch mal eine Ecke wichtiger als Kohle. Auch wenn wir davon jetzt wahrscheinlich mehr haben als von der Kohle. Durchaus möglich. Ich wollte schon sagen, was tanzt du denn von mir vor der Nase rum? Ich mit meiner Spitzhacke schwinge, hat da keiner was verloren. Jetzt hole ich nachher noch meinen langen Schläge raus. Und dann gibt's aber Genickbrüche. So, wo haben wir denn hier noch was? Cholera, Cholera. Und das war's mit dieser wir haben keine Spitzhacke mehr. Gut. Also weniger gut, aber okay. Blob. Wir haben natürlich noch ein paar Stickies übrig. Das ist immer toll. Komm, wir machen direkt uns zwei Stück mal hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Alles klar. Den lassen wir mal stehen. Wir haben noch Holz dabei, und zwar eine ganze Menge. Das dürfte reichen, um uns weiter über die Runden zu bringen. Falls es nötig sein wird, zwischenzeitlich irgendwann, werden wir auch abgehackte Zombie-Hände essen. Wenn es denn sein muss. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das so gesund sein dürfte. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich vermute eher nein. So. Und wir müssen ja, sowieso irgendwas rausschmeißen für das Gold. Pfeil. Tschüss, Pfeil. Hallo, Gold. Warum? Ganz einfach. Weil wir gierig nach Gold sind. Nein. Gold ist ein schönes Material. Ich glaube, damit sollte man sich eher so eine Fun-Rüstung bauen. So eine Show-Rüstung. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wovon ich da rede. Show-Rüstung. Wie soll man das denn zeigen? Euch kann ich das zeigen. Ich bin ja auch nicht auf dem Server unterwegs oder so. Blub, blub. Erstmal zwei Kniften zwischen die Kniften. Dann geht das auch mit dem Herz hier wieder ein bisschen was hoch. Wir brauchen wieder neue Fackeln. Gut, 58 reichen erstmal. Dann machen wir uns nochmal ein 64er Stickies.
Wir haben immer noch 22 Holz übrig. Das heißt, wir kriegen noch 64 mal 4 Stickies hier raus. Der liegt definitiv in die falsche Richtung. Ist klar, da unten geht's auch noch. Fritz! Fritz, Alter! Alter Hoding! Was machst du denn hier? Gibst mir nicht mehr die Hand. Oh Mann. Ach, Fritz! Was machst du denn hier? Du gibst mir auch nicht die Hand. Ja, okay. Ich akzeptiere dies. Plopp. Also, Zombie-Gestöhne ist offiziell confirmed. For best soundtrack ever. Blub, 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 blub. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ich mache hier erstmal wieder Kobbel hin, damit man hier flüchten kann, falls es notwendig wird. Hier oben sieht ganz interessant aus. Ja, so weit, so interessant. Okay, da waren wir ja jetzt schon. Hier kommt auf jeden Fall eine Fackel ran. Hier kommt auch noch eine Fackel hin. Waren wir hier schon? Wir waren hier schon. Hier ist es noch allerdings ein bisschen duster. Weg. Genau, hier waren wir schon. Heißt das, wir haben die Höhle jetzt komplett erforscht? Ich bin mir da nicht so sicher. Also hier ist nichts mehr. Da ist noch Kohle. Komm, nehmen wir mal die Kohle noch mit. Man weiß nie, wann es darunter eine Höhle gibt, die man noch erforschen könnte. Weil man da noch nicht war. Ich würde hier allerdings gerne einen normalen Gang drüber haben. Dann kann man hier das wegmachen und das wegmachen. Hier kann man sogar einen schon runter. Das ist super. Super Path for Raider Werbung. Hier geht es auf jeden Fall wieder hoch. Hier geht es wieder zurück. Zurück. Eindeutig zurück. Eisen ist gut für die Gesundheit. Oder sowas. Ach Gott. Hoffentlich sind wir bald hier wieder raus. Dann haben wir zwar keine Möhrchen gefunden. Aber wir sind zumindest um eine ganze Menge Zeug reicher geworden. Wo man auch nicht unbedingt was gegen sagen kann, ne? Ne? Gut. Die Fackel sagt hier lang. Gut. Ja, hier waren wir auch noch nicht, genau. Hier ging es ja auch noch irgendwo hin. In den Abgrund beispielsweise, wo ich nicht hin möchte. Ich weiß, da unten könnte irgendwas Tolles sein. Aber es kann nicht toll genug sein für uns. Kann man das da oben irgendwie... Schwimmen! Schwimmen, Junge, schwimmen! Okay. Machen es jetzt ganz einfach. Pasch mal auf, da drüben. Guck mal hier, guck mal da. Guck mal. So. Okay, stop the flooding. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne, hier ging es überhaupt nicht zurück. Hier war Sackgasse. Verdammt. Okay, gehen wir runter. Runter ist immer gut. Da findet man bestimmt einen Ausgang. Eventuell. Hilfe. Ah, hier ist die Poritze. Das große Loch. Nein. Hier war eindeutig jemand großzügig mit Wasser. Fritz! Fritz, was machst du denn hier? Willst du mir diesmal die Hand reichen? Ja, er will mir die Hand reichen. Der gute Fritz. Redstone. Was haben wir denn hier? Boah. Viel zu groß. Lava. Diamanten? Nein. Wo geht das hier überall noch hin? Ich will nach Hause. Oh Mann. Oh. Wir sind einmal um Pudding gelaufen. Machen wir hier noch einen hin.
Einmal um Pudding laufen ist natürlich nicht toll. Lava. Lava, keinen Scheiß. Wir haben eine weitere nicht erforschte Ecke dieser Mine gefunden. Und gleichzeitig haben wir unsere alte erforschte Mine wieder gefunden. Und wir haben Eisen. Skelett im Nu. Dubdidu. Tschüss, Skelett. Ja, ich weiß, du hast mir noch eine mitgegeben, du bist ganz großer, bist du. Also theoretisch geht das hier lang. Ui. Das da sieht alles noch ziemlich unerforscht aus. Let's go. Oh. Nein, ich möchte nicht mit euch spielen. Lasst mich in Ruhe. Minecart. Brot, immer gut. Melonensamen. Wieso haben wir nur Kürbiskerne und keine Melonensamen dabei? Lapis Lazuli haben wir auch nicht dabei. Was können wir dann rauswerfen? Ein Hühnerei. Schwarzpulver. Alles klar. Mehr Schätze für uns. Ja. Sicher doch. Okay, wie sieht das hier oben? Waren wir schon? Dann gehen wir wieder runter. Nicht anfangen zu brennen, bitte. Hier tut das aber auch nichts mehr geben. Da geht's hoch. Aber nur ein Stück. Vielleicht haben wir mehr Glück als verstand. Und finden noch ein paar Diamanten. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß, ich übersehe ganz viele Rohstoffe, aber die sind mir gerade egal, Skelett. Wie sieht's momentan aus? Fast 5 64er Stacks Eisen. Und diese Höhle scheint noch kein Ende gefunden zu haben. Super. Gott im Himmel. Natürlich eine Sackgasse. Wer hätte das gedacht? Bum, badum, bum, 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 bum. Lasst mich raus. Guckt mal, Leute, ein Ausgang. Wir haben es geschafft. Sogar perfekt zum Sonnenanbruch. Okay. Ich würde jetzt gerne wissen, wo wir sind. Wenn diese Karte das überhaupt zeigt. Irgendwie nicht. Ich tippe mal auf diese Richtung. Da kommt nämlich Fritz gerade her. Hallo Fritz. Wieder kein Möhrchen. Die Drop-Chance ist echt bescheiden. Gut. Solange uns jetzt niemand den Tag vermiest, indem er uns in die Luft sprengt, Creeper, dürfte eigentlich alles klar gehen. Oh. Ich kaufe nichts. Außer Möhrchen. Kenne ich diesen Kakao von irgendwoher? Nein, kenne ich nicht. Waren wir hier schon mal? Sieht alles so unbekannt aus. Ich glaube, wir laufen sogar in die falsche Richtung. Brot für die Welt. Okay, wir bewegen uns anscheinend, wie es aussieht, nach unten.
Wenn wir uns nach unten bewegen in diese Richtung, dann müssen wir uns drehen in diese Richtung. Damit wir, glaube ich, in die Karte wieder reinlaufen können. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung. Ich habe ja einen Orientierungssinn wie ein Stück Stein. Ein großes Stück Stein. Mit dieser Karte sieht man so viel. Gut. Ich hoffe, wir laufen in die richtige Richtung. Sonst haben wir uns wieder ein Stück nach oben bewegt. Schorf. Schorfe Sache. Jo. Komm schon, lass mich in die richtige Richtung laufen. Ich habe keine Lust, wieder umzudrehen, in die andere Richtung zu laufen. Jeden Moment. Jeden Moment. Jeden Moment. Aua. Das sieht doch einigermaßen gut aus. Wie gesagt, einigermaßen. Da hinten ist ein Sumpf. Sind wir da in die Tiefe gesprungen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal eben die Schaufel in die Hand nehmen, damit ich nicht wieder runterfalle wie so ein Verrückter. Dup, 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 dup. Okay, wir sind anscheinend an einem Strandausläufer geraten. Wenn wir nicht langsam auf den Strand treffen. Ich glaube, gleich dürften wir den Kartenrand erreichen. Müh. Komm schon. Komm schon. Yes. We're on the way back home. So da hinten, so in die Richtung. Kleine Planscheinlage nach der Misere da unten in der Höhle. Kehren wir ohne Möhrchen nach Hause. Müssen wir uns erstmal schön hinter den Ohren waschen. Ist klar, den ganzen Quatsch hier kennen wir ja schon. Da kann man sich mal ein bisschen was bewegen hier. Ins Wasser. Über Stock und Stein. Gut. Also die Richtung stimmt schon mal grob. Richtung stimmt grob. Ding, 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 ding. Da hat wohl jemand was vergessen. Ja, es kann noch ein bisschen dauern. Schnappt euch einen Tee oder einen Kaffee oder ein Bier oder was weiß ich was. Chillt euch gemütlich irgendwie hin. Lasst Papa mal machen. Bin ich jetzt wieder runtergesprungen? Hügel rauf. Hügel wieder runter. Sieht das nicht interessant und einladend aus? Du, 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 du. Mit einer Schaufel bewaffnet ziehen wir durchs Land. Gut, gut, gut. Da müssen wir also wirklich demnächst mal auf eine lange Reise gehen. Ein Dorf finden und hoffen, dass es da Möhrchen gibt. Ich will Möhrchen haben. Sonst gibt das keinen Frieden hier. Jo. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, das müsste... Ja, das ist unsere Inselwelt wieder. Natürlich
haben wir die zweite Karte nicht dabei, die wir jetzt brauchen könnten, um dann auch noch richtig rauszufinden, wo wir sind. Aber wir müssten ungefähr da in die Richtung. Gleich sind wir zu Hause. Dann ist auch Zeit für Schlaffi, Schlaffi. Oder? Jetzt sagt die Sonne. Mittag. 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 Müsste nur noch Schafe einfärben, um einen bunten Teppich zu kriegen. Du, 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 du. Jeden Moment. Gleich ist es soweit. Ja, ist drin. So. Jetzt müsste irgendwo da hinten, da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, unser Pilz. Geronimo! Aua. Knapp daneben ist auch am Baum vorbei. Ist das der richtige Pilz? Oder ist das der falsche richtige Pilz? Das ist der falsche richtige Pilz. Schweinchen. Könnten uns auch noch Tinte von den Tintenfischen. Ich weiß gar nicht, braucht man die eigentlich, um irgendwas schwarz zu färben oder sowas? Die auch später noch Meuchelmorden. Hier muss doch irgendwo unsere Hütte sein. Wir haben es gleich, keine Sorge. Ja, es ist richtig. Hier sind wir mit Mr. Brown schon lang gelaufen. Beziehungsweise galoppiert. Dämliche dichte Wälder. Oh. Schweinchen. Jo. Jetzt haben wir es aber bald mal hier. Nein. Nein? Da kommst du nie wieder raus. Du Sau. Ja, hier waren wir schon eindeutig. 1, 2 und 3-deutig. Hier müsste, das ist Horse. The Horse is amazing. Da ist er. Juhu! Nein. So. Endlich! Finally sind wir zurück. Haben die Hasen ein Skelett gekillt? Oh. Killerkarnickel. Die werden wir uns auch noch irgendwann zur Brust nehmen. Ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Oh. Mein Gott. Ich habe jetzt schon echt einen Schock gekriegt, da wegen dem Gras da hinten, was man so sieht, dass das ein Creeper wäre, der da rumsteht. Da hätte ich jetzt aber echt am Rad gedreht. So, lagern wir erstmal alles ein, was wir nicht brauchen. Also quasi alles. Truhe. Wir brauchen unbedingt mehr Platz. Es wird Zeit, sich ein Lagerhaus zu craften. Aber dann machen wir dann beim nächsten Mal. Geht die Tür auf? Ah, den. Oh. Ich sag dann viel Spaß beim selber daddeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.